Das war's. Drohnen und Luftaufnahmen, wie wir sie kennen, sind Geschichte. Das hat der Bundesgerichtshof so entschieden und es wird Konsequenzen geben. Der BGH hat gegen die Panoramafreiheit bei Drohnenaufnahmen entschieden. Dieses Urteil betrifft vor allem tausende Content-Creator, die ihre Videos auf Instagram, TikTok oder YouTube veröffentlichen. Aber auch Unternehmen und Werbetreibende sind betroffen. Doch worum geht es genau? Rechtsanwalt Arndt Kempkens kennt die Rechtslage. Der Bundesgerichtshof sagt, das kann gegen Urheberrechte verstoßen, wenn auf diesen Bildern geschützte Kunstwerke zu sehen sind. Das kann also ganz schön teuer werden. Doch was ist noch erlaubt? Kann ich meine Drohne weiter benutzen? Von öffentlichen Wegen oder Straßen aus darf man eben ohne weiteres Bilder von Kunstwerken machen und die auch veröffentlichen. Das ist völlig okay, das ist Gesetzeslage und dahinter steckt die Überlegung, dass man sagt, wenn ein Künstler schon im öffentlichen Raum ein Kunstwerk ausstellt, dann muss er doch auch akzeptieren, dass es auch fotografiert wird. Panoramafreiheit heißt das Ganze und es war eben streitig, ob das auch für Drohnenbilder gilt und da sagt der Bundesgerichtshof nein. Muss ich alte Aufnahmen aus dem Netz löschen? Ich rechne eigentlich damit, dass Künstler auch dieses BGH-Urteil jetzt nutzen werden, weil die sehen ja, es gibt da Rechte, es gibt auch Zahlungsansprüche, die daraus entstehen können. Und deswegen ist ja klar, dass der ein oder andere Künstler das jetzt auch aktiv verfolgen wird. Stellen Sie zukünftig sicher, dass auf Ihren Aufnahmen keine urheberrechtlich geschützten Objekte zu sehen sind. Dazu zählen oft moderne Gebäude, Denkmäler und Kunstinstallationen in öffentlichen Räumen. Sollten Sie unsicher sein, was mit Ihren bereits veröffentlichten Drohnenaufnahmen geschehen soll oder ob Sie weiterhin Aufnahmen anfertigen dürfen, ist es ratsam, rechtlichen Rat einzuholen.